Hallo zusammen, ich fahre einen Opel Astra G, Dreitürer, Schrägheck und hätte mal eine Frage an euch. Ich habe neuerdings immer Wasser im Kofferraum, wenn es mal wieder geregnet hat und weiß nicht mehr, wo es herkommen könnte. Also wie man sieht, kommt nicht gerade wenig Wasser hier rein. Und hier ist auf jeden Fall der Stoffbezug leicht nass. Und hier oben, ja, genau hinter der Verkleidung ist auch ein Wassertropfen. Also es kommt nicht irgendwie hinten am Blech rein, sondern genau hier vorne an der Verkleidung. Ja, den Scheinwerfer hatte ich abgeklebt, aber der ist es ja anscheinend nicht. Ja, und hier oben hatte ich die Schweißnaht auch ein bisschen verdichtet. Ja, und jetzt die Frage an euch. Hättet ihr eine Ahnung, woher das Wasser kommen kann? Es kommt ja auf jeden Fall irgendwo von der linken Seite und die Frage ist, ob ihr sowas auch schon mal hattet. Bin auf jeden Fall jeder Antwort sehr dankbar, die mir weiterhelfen könnte. Hier nochmal ein paar Fotos.